SHBG, ein in der Medizin, aber auch im Sport oft völlig falsch verstandenes Molekül. Hallo und herzlich willkommen aus Punta Cana. Ich begrüße alle meine Patienten, alle meine Zuschauer, all diejenigen, die etwas zum Thema Gesundheit und Medizin erfahren wollen, natürlich auch alle Kritiker. Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um das Thema SHBG gehen. Wie gesagt, das ist ein Transporter für Sexualhormone. Zunächst einmal müssen wir sagen, dass Steroidhormone, nicht wie Peptidhormone, im peripheren Blut, also im Plasma, nicht zirkulieren können. Die müssen gebunden werden an einen Transporter. Dieser Transporter ist das SHBG. Welche wichtige Bedeutung SHBG hat, erfährst du in diesem Video. Sehr häufig wird eine Hormone Replacement Therapie entweder aus eigener Interessen oder aus eigenem Zutun initialisiert oder auch beim Arzt, und man führt dann oftmals nicht die richtigen Dinge durch. Es werden sehr häufig nicht die richtigen Untersuchungen eingeleitet, und in den meisten Fällen geht diese Hormon-Replacement-Therapie dann entweder schief oder man hat nicht die Erfolge mit der Hormon-Replacement-Therapie, die man eigentlich haben kann. Insoweit kommt es sehr häufig vor. Ich erlebe es fast jeden Tag, dass mich Männer, Sportler anrufen und mich um Hilfe bitten zum Thema Hormon-Replacement-Therapie. Testosteron wurde appliziert, aber es führt nicht zum gewünschten Erfolg. Und sehr häufig ist hier einfach ein falsches Vorgehen zu verzeichnen. Zunächst einmal, das freie Testosteron liegt nur zwischen 1 und 3%. Der Rest unseres Testosterons ist an SHBG gebunden. Jetzt gibt es natürlich einige Faktoren, die SHBG steigern, und es gibt Faktoren, die SHBG senken. Es ist so, wenn wir zu viel SHBG haben, um es gleich vorwegzunehmen, dann ist das nicht gut, weil damit sinkt unser bioverfügbares Testosteron, das quasi an den Androgenrezeptor binden kann und dort seine androgene Wirkung entfalten kann. Wenn wir zu wenig SHBG haben, ist das auch nicht gut, weil dann haben wir keinen Transporter, sprich kein Taxi, was unsere Sexualhormone, allen voran Dehydrotestosteron, Testosteron, aber auch Östradiol, zum Rezeptor transportiert, also in die Peripherie, und damit haben wir auch keine günstigen Voraussetzungen für den Mann oder für die Frau, um optimal zu funktionieren. Jetzt gibt es einige Faktoren, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Und zwar einmal einer der wesentlichen Faktoren, die zu hohem SHBG führen können, also SHBG, sexualhormonbindendes Globulin, Transporter für Steroidhormone, Dehydrotestosteron, Testosteron, aber auch Estradiol. Einer der Faktoren ist die Hyperthyreose, also die Schilddrüsenüberfunktion, oder die Zufuhr von zu viel Schilddrüsenhormonen, was beides vorkommen kann. Der zweite wichtige Faktor, den ich immer wieder sehe, beim Sportler sehe, aber auch bei Patienten sehe, die Medikamente nehmen, oft zu lange nehmen, oft falsch verstanden, ist die Leberschädigung. Eine Leberschädigung, häufig haben wir als Grundlage für die geschädigte Leber, ich rede jetzt in den wenigsten Fällen von einer Leberzirrhose, sondern eine Fettleber, eine fibrosierte Leber, einfach eine geschädigte Leber, eine belastete Leber. Hier haben wir sehr häufig mit toxischen Einflüssen aus dem Darm zu tun. Eine veränderte mukosale Immunität. Dünndarmfehlbesiedlung, Mikrobiom als Schlagwort. Dann haben wir Fäulnisdyspepsie. Sehr häufig finden wir Clostridien durch Vergärung von Eiweißen. Wenn die Bauchspeicheldrüse nicht gut funktioniert oder der Magen nicht genügend Säure bildet, dann kommt es zu einem sogenannten Fehlbesiedlungssyndrom. Und das geschieht meistens in der Konsequenz, weil der pH-Wert ansteigt in alkalischen Bereich. Es kommt zur Fäulnisdyspepsie, und die Grundlage für die Fäulnisdyspepsie als Konsequenz ist die Besiedlung mit Clostridien. Dann haben wir es mit Alkohol sehr häufig zu tun. Viele Menschen denken, wenn sie jung sind, vor allem Männer, könnten sie ein bisschen Alkohol trinken, und das würde sich dann, ja, wenn man es nicht übertreibt, die Leber wieder regenerieren. Das mag so sein, das ist auch so. Die Leber ist nach wie vor ein Organ, das ein gewisses Potenzial besitzt, sich zu regenerieren. Also die regenerativen Aspekte der Leber stehen auf der einen Seite, aber sie stehen direkt im Kontrast mit den Langzeitwirkungen, das ist die veränderte Enzymkinetik innerhalb der Leber.
Und das bedeutet eben, dass eine Leber, die sich makroskopisch im Ultraschall oder auch was die Leberwerte betrifft, regeneriert, heißt noch lange nicht, dass die enzymatische Funktion in unserem größten Chemieorgan, das wir haben in unserem Körper, das ist eben die Leber, auch gleichzeitig wieder gut funktioniert. Allen voran die Entgiftung, die Detoxikation, die ja in beiden Phasen glutathionabhängig ist, ja, Phase 1 und Phase 2 der hepatischen Detoxikation. Also hier finden wir auch häufig beim Alkoholiker oder bei Menschen, die eben sehr viel Alkohol getrunken haben, dass wir auch Jahre bis manchmal sogar Jahrzehnte später gesteigertes SHBG finden. Was weiterhin interessant ist, was viele Männer betreffen wird, die eine Hormone Replacement Therapie bereits durchführen, ist das hohe Estradiol. Hohes Estradiol bedeutet natürlich auch in dem Sinne hohes SHBG. Also SHBG steigt, wenn ich zum Beispiel Testosteron zuführe, und hier gibt es auch immer wieder das Missverständnis, in dem junge Männer, Athleten, aber auch Männer, die unter Erektionsstörungen leiden oder unter Depressionen, der irrigen Auffassung sind, wenn ein bisschen Testosteron gut ist, dann müsse dementsprechend mehr Testosteron besser sein. Weit gefehlt. Mehr Testosteron führt zunächst einmal zu einer verstärkten Expression eines Enzyms, das sich Aromatase nennt. Und diese Aromatase sitzt zum Beispiel im Fettgewebe. Das heißt, je adipöser ein Mann wird, desto mehr Aromatase-Enzym hat er potenziell und desto mehr wird er sein Testosteron, sein eigenes Testosteron, als auch sein zugeführtes Testosteron im Sinne von Hormone Replacement Therapie dementsprechend aromatisieren. Deswegen ist es ganz wichtig, von entscheidender Bedeutung, wenn du mit dem Gedanken spielst, eine Hormone Replacement Therapie einzuleiten oder zu leistungssteigernden Zwecken oder im Sinne von einer sportlichen Verbesserung deiner Physis, deiner Leistungsfähigkeit, deiner Optik, ja, Traumkörper und so weiter, Körperkult, dann ist es ganz wichtig, dass du, wenn du Testosteron zuführst, nicht zu adipös sein darfst. Wenn du zu viel Adipozyten hast, Sprichwort Obesity, dann wird dein Testosteron stärker aromatisieren, wie bei jemandem, der schlank ist oder mit anderen Ausgangsvoraussetzungen an diese Sache herangeht. Also, sprich, hohes Estradiol steigert SHBG. Das Weitere, was wir häufig sehen, ist hohes Prolaktin, Hyperprolaktinämie. Ich hatte schon einiges gesagt zum Thema Prolaktin. Hohes Estradiol wiederum sorgt ebenfalls für hohes Prolaktin. Das sind wichtige Parameter, die wir berücksichtigen müssen, also hohes Prolaktin, also Hyperprolaktinämie, ganz wichtiges Thema, dass wir hier auch auf die Gynäkomastie Rücksicht nehmen. Die Gynäkomastie ist ein ganz wichtiger Part, auch beim Mann. Also nicht nur die Brust oder der Brustkrebs bei der Frau, sondern auch bei den Männern haben wir Männer, die Brustkrebs entwickeln können auf Grundlage einer Gynäkomastie. Hier haben wir auch gleich die Therapie, die viele auch sehr häufig in eigener Regie durchführen, wenn es sich zum Beispiel zu einer Gynäkomastie oder wenn sich eine Gynäkomastie einstellt, dass sehr viele Männer, Athleten, Sportler der Meinung sind, sie müssten mit Clomiphen arbeiten. Clomiphen kann einerseits zwar als mildes Östrogen am Hypothalamus eine gewisse Reaktion auslösen, indem es den Hypothalamus dazu bewirkt, mehr GnRH, Gonadotropin Releasing Hormon, auszuschütten, was nicht nur Füßenvorderlappen stimuliert, mehr FSH und LH zu stimulieren. Das ist insoweit richtig und nicht verkehrt. Nur, das Problem ist eben, dass das Clomiphen auch Nebenwirkungen hat. Und Clomiphen hat eben eine der Nebenwirkungen, die Clomiphen hat, ist das Steigern von SHBG und das Reduzieren von IGF-1. Also auch darüber muss man nachdenken. Das bedeutet also, teilweise ist auch eine PCT, also eine Post-Cycle-Therapie, wenn Athleten oder Männer eine Hormone-Replacement-Therapie durchgeführt haben und dann sagen, okay, jetzt möchte ich absetzen oder ein Kinderwunsch da ist, dann muss man das immer kontrollieren. Das bedeutet also, bei all dem, was ich bisher gesagt habe, ist es ganz wichtig, dass ihr die Hormone immer kontrollieren lasst und mit einem erfahrenen Therapeuten besprecht und nicht einfach irgendetwas einnimmt. Das wird nicht gut funktionieren, denn jeder Athlet, jeder Sportler, aber auch jeder Mann funktionieren anders. Deswegen muss man diese Dinge berücksichtigen. Und hohes SHBG, ich sage es nochmal, ist ungünstig für den Mann, genauso wie niedriges SHBG ungünstig ist. Kommen wir also mal zu den Faktoren, die niedriges SHBG verursachen. Zum Beispiel Fettleibigkeit.
Hohes Insulin, Hyperinsulinämie. Auch die Hyperinsulinämie ist Grundlage für natürlich den Diabetes, das ist klar, aber Hyperinsulinämie senkt SHBG und das ist auch ein Thema. Wenn zu wenig SHBG, habe ich zu wenig Transporter, zu wenig Taxis, die meine Sexualhormone, Testosteron, Dehydrotestosteron oder auch das Estradiol bei der Frau, das sieht das auch nicht anders aus, zu den peripheren Androgenrezeptoren führen. So, anabole Steroide. Wenn jetzt jemand zum Beispiel zu seiner Hormone Replacement Therapie noch anabole Steroide hinzuführt, zum Beispiel Stromba, Primobolan, aber auch Proviron, Androlon, dann kommt es zu einer verstärkten Reduzierung von SHBG, teilweise unter 50%. Und das macht dann teilweise Erektionsstörungen. Also viele Männer verwenden Proviron, weil sie der Auffassung sind, sie bräuchten niedriges SHBG, aber auch zu niedriges SHBG führt zu Problemen. Als Beispiel, was ich relativ häufig höre, man nimmt Testosteron und stellt die ersten Wochen fest, die Libido wird besser, die Libido steigert, aber mit der Zeit steigert natürlich auch die Erektionsfähigkeit, aber mit der Zeit ist es so, dass diese Situation sich ins Gegenteil verkehrt. Und wenn sich die Situation ins Gegenteil verkehrt, dann sind viele Männer der Auffassung, sie müssten jetzt mit Proviron zum Beispiel gegenwirken. Das kann funktionieren, das wird auch in den meisten Fällen funktionieren, nämlich dann, wenn am Anfang das SHBG zu hoch ist und das freie Testosteron zu niedrig, dann steigert diese Einnahme von Proviron mit 25 Milligramm oder gar 50 Milligramm tatsächlich die Libido als auch die Erektionsfähigkeit. Wenn allerdings das Proviron zu lange genommen wird oder zu häufig, zu hoch dosiert wird, was sehr häufig passiert, 50 Milligramm, 100 Milligramm, oder es noch gestackt wird, wenn andere Steroide mit hinzukommen, zum Beispiel Stromba oder Androlon, dann sinkt das SHBG zu weit ab. Und wenn SHBG zu weit absinkt, habe ich wie gesagt keinen Transporter, der meine Androgene zu der Zielzelle an die Androgenrezeptoren führt. Die Schilddrüsenunterfunktion, die Hypothyreose, auch ein wichtiger Faktor, der zu einem geringen SHBG führt. Dann haben wir, wie gesagt, die Hyperprolaktinämie, gesteigertes Wachstumshormon und was ganz wichtig ist, es gibt auch einige Supplemente, die in diesen Bereich eingreifen können. Den möchte ich auch nicht vorenthalten. Und zwar ein ganz wichtiges Supplement, das SHBG senken kann, oder zwei wichtige Supplemente, meine Favoriten, die ich in der Therapie einsetze, möchte ich euch auch hiermit verraten. Und zwar Magnesium senkt SHBG und Vitamin D 5 bis 10.000 Einheiten. Insgesamt kann man sagen, das SHBG und seine Wirkung ist noch nicht komplett verstanden. Schlussendlich muss man sagen, wenn man eine Hormone Replacement Therapie durchführen möchte, ganz egal, ob das jetzt zur Leistungssteigerung ist oder zum Wohlbefinden oder weil mir tatsächlich Testosteron fehlt, im Sinne von Adam, also Androgendefizit des älteren Mannes, dann ist es so, dass man das immer kontrollieren muss. Es ist nicht damit getan, nur das Testosteron zu kontrollieren oder nur das SHBG zu kontrollieren. Es muss jeweils immer das gesamte Panel der Hormone einmal verstanden werden. Was ich leider sagen muss, was bei vielen ärztlichen Kollegen nicht der Fall ist, hier wird ganz selten nach Dehydrotestosteron geschaut. Hier wird der Androgenrezeptor in den meisten Fällen nicht kontrolliert. Hier wird das SHBG selten kontrolliert. Was aber ganz selten passiert, dass es Prolaktin angeschaut wird oder Estradiol. Das sind Faktoren, die eigentlich sein müssten. Und dann muss man natürlich sagen, auch das Wachstumshormon spielt eine Rolle. Insgesamt kann man sagen, dass was die Libido betrifft, die Sexualhormone die größte Rolle spielen. Was die Erektionsfähigkeit betrifft, hier spielen die Sexualhormone eine eher nicht so große Rolle. Ich möchte es jetzt nicht prozentual festlegen oder fixieren, aber Tatsache ist, Libido-Störungen beim Mann als auch bei der Frau sind sehr stark abhängig von unseren Sexualhormonen. Erektionsstörungen wiederum, hier spielt die Mikrozirkulation eine ganz große Rolle. Zu viel Superoxidanion, zu viel ROS, also Reactive Oxygen Species, zu wenig gebundene freie Radikale, nitrositiver Stress, was ich auch immer wieder erwähnen muss. Also nitrositiver Stress, ich sage es gerne nochmal, beim nitrositiven Stress kommt Stickstoffmonoxid aus den konstitutiven NO-Synthase-Enzymen.
Das wird meistens bei Entzündung gebildet. Also ich habe Männer beispielsweise, die haben chronische Entzündungen im Bereich der Zähne. Das können vereiterte Zähne sein, das können Weisheitszähne sein, das können alle möglichen Entzündungen sein. Und hierdurch wird Stickstoffmonoxid gebildet. Und dieses Stickstoffmonoxid reagiert demzufolge mit dem Superoxid, mit den Superoxidanionen aus meiner Atmungskette. Und das führt zu Nitrostress. Wenn du Fragen hast zum Thema Testosteron, zur Hormone Replacement Therapie oder Fragen zu chronischen Erkrankungen, kannst du mich gerne kontaktieren. Bitte entschuldige die Musik, im dominikanischen Blick ist das immer etwas schwierig. Hier gibt es Musik an allen Ecken und Enden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.